Herzlich willkommen zu einer Aufgabe zum Thema Potenzfunktionen. In dem Fall handelt es sich um eine ganz besondere Aufgabe, denn die Hochzahl ist ein Halb, das heißt, es ist eine sogenannte Wurzelfunktion, die auch in dem Graphen abgebildet ist. Zu ermitteln sind die Parameter a und b in einem sogenannten offenen Format. Das heißt, a und b gehören zu den reellen Zahlen und hier unten sind somit reelle Zahlen gesucht. Da es sich hierbei um eine Wurzelfunktion handelt, möchte ich diese nun genauer analysieren. In der nachstehenden Abbildung ist der Graph einer Funktion f von x mit a mal x hoch ein Halb plus b dargestellt. Der typische Verlauf einer Wurzelfunktion ist, dass er streng monoton steigend ist und nur für positive x-Werte definiert ist. Zusätzlich erhält man den Hinweis, dass die Koordinaten der hervorgegebenen Punkte des Graphen ganzzahlig sind. Das heißt, ich möchte hiermit gleich mal die Koordinaten ablesen. Wir sehen hier einen Punkt 0, 2. Ich beschrifte ihn mit A und lese die Koordinaten ab. 0, 2. Wir sehen hier einen Punkt B. Auch von ihm kann man die Koordinaten, da sie ganzzahlig sind, direkt ablesen. Mit 1, 3 und einem Punkt C. Mit 4, 4. Es gilt für alle Punkte des Graphen, dass sie die Funktionsgleichung erfüllen müssen. Eingesetzt in die Funktionsgleichung f von x ist gleich a mal x hoch ein Halb plus b, muss es zu einer wahren Aussage kommen. Zum Beispiel können wir den Punkt b einsetzen und erhalten 3 ist gleich a mal 1 hoch ein Halb plus b oder vereinfacht 3 ist gleich a plus b. Es gilt nun, die Bedeutung der Parameter a und b genauer zu untersuchen. Zunächst seht ihr hier die Funktion f von x ist gleich a mal x hoch ein Halb plus b. Wir variieren nun den Parameter a, um zu sehen, wie sich der Verlauf der Funktion verändert. Zunächst lassen wir a größer 1 werden und sehen, dass die Funktion gestaucht wird. Das heißt, wir halten fest, dass es hier zu einer Stauchung kommt. Dann variieren wir a so, dass a zwischen 0 und 1 liegt und sehen, dass der Graph gestreckt wird. Was passiert nun, wenn a kleiner als 0 wird? In dem Fall lassen wir a minus 1 werden und wir sehen, dass im Vergleich zur Ausgangsfunktion die Funktion nun gespiegelt an der x-Achse ist. Es kommt also zu einer Spiegelung. Wir stellen nun a wieder zurück auf 1, um die Bedeutung des Parameters b zu analysieren. Die Ausgangssituation ist, dass b gleich 0 ist. Wird nun b positiv, sehen wir, dass der Graph seinen Verlauf nicht ändert, aber nach oben verschoben wird. Und für b kleiner 0 wird er entlang der negativen y-Achse verschoben. Wir sehen also, b bewirkt eine Verschiebung des Graphen entlang der y-Achse und können dies nun hier auch festhalten. Nun ist es Zeit, dass wir uns mit dieser Aufgabe noch einmal genauer beschäftigen. Wir sehen hier noch einmal den Graph der gegebenen Wurzelfunktion und sehen die Punkte a 0, 2, b 1, 3 und c 4, 4, die wir bereits davor abgelesen haben. Wir sehen nun, dass der Graph bei 0, 2 beginnt und können nun mit unserem Wissen direkt ablesen, dass b nun 2 sein muss. Bereits davor haben wir in die Funktionsgleichung den Punkt b 1, 3 eingesetzt.
und erhalten 3 ist gleich 1 hoch ein halb ist 1 plus b. Mittlerweile kennen wir b und können daraus schließen, dass a 1 ist. Wir sehen uns nun nochmal die Aufgabe genauer an und überlegen, ob wir alle Bereiche erfüllt haben. Gesucht waren die Parameter a und b. A und b sind in den reellen Zahlen. Wir haben nun für a 1 erhalten und für b 2. Ich bedanke mich nun fürs Zuhören und wünsche noch viel Freude bei der Mathematik.